Da und hier. Also hier kommt quasi Holz rein. Und dann habe ich das auch so gemacht dann da, ne? Nee, ihr merkt schon, das ist alles neue Mucke, die wir jetzt hier gerade hören. Ich habe da, wie gesagt, so ein bisschen rumprobiert und mal geguckt, was für neue Lieder wir hier noch mit dazu nehmen können. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute neue Auswahl da jetzt geworden. Es sind viele Lieder von Gronkh. Aber auch einfach nur, weil es, wie schon gesagt, das ist für mich einfach Nostalgie und habe ich mir halt gesagt, wir packen das da rein. Es sind inzwischen für sowohl Höhle als auch für die, ich sag mal, Overworld oder Overground Playlist sind es über 100 Lieder. Also es ist sehr viel. Es ist sehr, 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 sehr viel. Soll ich mit Gravel holen? Davon haben wir inzwischen nämlich auch eine Menge. Genau, also da haben wir jetzt auch ohne Ende Auswahl. Verschiedenste Sachen, verschiedenste Spiele, verschiedenste andere Sachen. Also da ist wirklich viel jetzt dabei. Lass mich ganz kurz einmal gucken, wie habe ich das denn da gemacht? Ich habe das sogar noch einen weiter dann gemacht. Also wenn man das so quasi, dass so ein Ding wird. Und das hier auch noch einmal. Und dann geht es hier quasi runter. Also hier müssen wir dann einen tiefer bauen. Ich finde es übrigens gerade relativ dunkel, muss ich sagen. So, und dasselbe dann natürlich auch hier. Ich habe natürlich keine Dings mehr. Ich finde es jetzt übrigens geil, dass wir, also das Texture Pack, das gefällt mir sehr gut. Da sieht auch das Haus sehr gut aus. Ich habe auch für später habe ich noch ein anderes Texture Pack, das Misa Texture Pack, was ich sehr gut finde. Das habe ich in der neuesten Version, also in der 20er Version jetzt mal getestet. Und das fand ich super geil. Das passt richtig gut mit dem, was ich teilweise vorhabe. Die nehmen wir auch mal mit, die brauchen wir nämlich auch gleich. Und da würde ich dann halt gucken, dass wir irgendwie mit dem Misa Texture Pack auch da nochmal ein bisschen spielen. Das kann ich hier allerdings noch nicht benutzen. Weil das ein HD-Texture-Pack ist und das einfach nur zu Problemen und zu Abstürzen hier sorgt. Deswegen, ja, muss ich da nochmal gucken, dass wir da nochmal das anderweitig machen. So, was wollte ich gerade holen? Ich wollte eine Schaufel machen, das wollte ich tun. Ja, wir nehmen kein Eisen. Wie schon gesagt, aus Gründen. Aus Gründen nehmen wir kein Eisen. Haben wir noch irgendwo Sticks? Ist das Lehm? Das ist Lehm. Hier sind tierische Produkte gewesen, Grünzeug. Ne, wie ihr seht, wir haben unfassbar viele Saplings jetzt, dadurch, dass ich das abgebaut habe. Okay, wir haben keine Sticks mehr. Da müssen wir fix welche machen. Auch hier ist Zelda auch ein neues Lied. Es fällt mir natürlich direkt auf hier, die neuen Lieder. Die fallen mir direkt auf. So, Schäufelchen. Nummer 1 und Nummer 2. So, dann machen wir das nämlich dann hier. Kommt man da nämlich auch noch einmal Holz rein. Das wird jetzt wieder gepackt, da Holz rein. Und dann habe ich die. Dann müssen wir das hier nochmal ein bisschen umbauen. Dann gehen wir einen früher quasi hier rein. Machen wir das nämlich dann hier gar nicht mehr. Hier erstmal Erde hin. Hier packen wir aber das dann so. Und dann müssen wir hier nochmal. Ich glaube, das passt besser. Das sieht auch besser aus jetzt dann am Ende. Weil hier kommt nämlich ein Holzstamm hin und hier kommt nämlich dann auch noch ein Holzstamm hin. Du musst einmal weg. Du kannst eigentlich dann, guck mal hier, ich finde das schön, dass das so Kerzen sind. Das ist super süß. Das ist super süß. Kannst du mich dann mal da drauf. So, und dann gucken wir jetzt hier, dass wir das hier weggebaut kriegen. So, zack. Und dann kommt da noch einer drauf. So, guck mal, das entwickelt sich doch zu was Schönem, würde ich mal sagen. Und dann gehen wir hier nochmal einen weiter und noch einen weiter. Also bis hier. Wir könnten aber theoretisch. Nee, wir machen das so, das passt schon. Ja, ich mach's gerne wieder waghalsig heute. Ich mach's gerne wieder waghalsig heute. So, dann machen wir nämlich quasi hier so weiter. Oh mein Gott, das, also, nee. Also das kann, nee. Nee! Ganz ehrlich, pass auf, ich habe nach der letzten Aufnahme habe ich mir gesagt, okay, krass. Also wir haben jetzt wirklich lange überlebt und wir sind noch nicht draufgegangen und wir müssen wirklich mal gucken, wie lange wir hier überleben. Ich finde das ganz krass, dass wir vielleicht schaffen wir es so ein bisschen die Beta-Version, dass wir nicht sterben. Zweite Folge in der neuen Aufnahme vorbei. So. Ja. Vor allem jetzt spawnen wir hier hinten, weil wir keine Betten haben. Jetzt müssen wir richtig schnell sein, dass wir diese ganzen Sachen da wieder kriegen. Wo sind wir denn überhaupt? Ich muss gerade erstmal überlegen, wo wir sind. Ah, da müssen wir lang. Ja, wundervoll, sage ich da nur, ne? Scheiße. Oh Mann, ey.
Ich weiß übrigens, dass ich da vorne Eisen übersehen habe in der einen Folge. Ich habe mir, wie ihr seht, ich habe mir die Folge nochmal angeguckt, weil ich natürlich selber wissen muss, hier von wegen wie mit bestimmten Sachen und so und ob die Folgen laufen, muss ich die Folgen benennen und alles. Und deswegen muss ich mir die ganzen Sachen nochmal angucken. Da ist mir auch aufgefallen, dass wir ein paar Renderfehler in manchen Folgen hatten. Folge 5 zum Beispiel müsste es sein mit den beiden Spinnen. Da gibt es am Anfang einen Renderfehler an der Seite und das ist mir auch in anderen Folgen aufgefallen. Da fällt es nicht ganz so krass auf, also ist es nicht ganz so deutlich. Aber in den Folgen, in der Folge 5 ist es mir am deutlichsten aufgefallen. Und ja, ich muss mal gucken. Ich mache das ja alles momentan mit der DaVinci Resolve, kostenloses Programm. Das ist Freeware so gesehen, ja, da muss man dann gucken, ist dann auch immer mit Support und so. Aber eigentlich ist das ein sehr gutes Programm. Ich muss mal die neueste Version runterladen, vielleicht hilft das dann auch nochmal ein bisschen dabei. Und ja, das schauen wir dann einfach mal, das schauen wir dann einfach mal. Aber das wollte ich sagen, dass mir das aufgefallen ist. Ich, anderen Leuten ist es jetzt zumindest kommentarmäßig noch nicht aufgefallen. Aber mir ist es aufgefallen und ich schaue mal, dass ich das mache. Ich werde wahrscheinlich erstmal gucken, dass ich die Bitrate ein bisschen erhöhe. Also ich bin jetzt momentan, glaube ich, bei 55 Kilobits pro, ist pro Sekunde. Ich weiß nicht ganz genau, wie das ist. Ich glaube, pro Sekunde ist es da, ne? Ich weiß es nicht ganz genau. Pro Minute. Ich müsste es nachgucken. Auf jeden Fall werde ich die Rate da mal vom Rendern mal ein bisschen hochsetzen, dass wir quasi ein bisschen mehr Dateigröße dann haben, dass dann mehr quasi geschrieben werden kann. Vielleicht hilft das dann da schon. So, jetzt hoffe ich einfach mal, dass die Sachen da noch rumliegen. Aua. Ja, direkt erstmal wieder sich hier kaputt machen. Da liegt auf jeden Fall schon mal eine Spitzhacke. Da taucht alles auf hier. Eins. Ja, hier liegt noch alles rum. So, und jetzt sind wir gleich mal übervorsichtig. So, das Schwert nach vorne. Ah, ne, das Schwert nach vorne. Dann du dahin. Du dahin, du dahin. Du bleibst da. Das kann alles so bleiben. Wir hatten sogar noch Rüstung. Guck mal. Oh, die sieht aber spannend aus. So, kurz alles hier wieder rein. So, dann haben wir es zumindest jetzt so erstmal wieder durch, sag ich mal. So, war was? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, es war all fine. Wir können halt mal überlegen, ob wir halt nochmal eine Lederrüstung machen. Das ist theoretisch, oh, es wäre, glaube ich, theoretisch besser als gar nichts. Also du kannst die Sachen gar nicht tauschen. Es wäre, glaube ich, besser als nichts. Deswegen nehme ich mir die Kühe jetzt hier nochmal mit. Komm mal her, du. Fette Ding, du. Ja, genau. Da müssen wir dann mal gucken mit den Rendersachen. Aber das werde ich dann schon da irgendwie hinkriegen. Das schaffen wir dann schon. Ansonsten, was habe ich jetzt gerade noch so? Irgendwas hatte ich noch, was ich auch noch erzählen wollte. Ah ja, genau. Ich habe ja jetzt, also ich habe mich jetzt mal ein bisschen mehr mit YouTube dann auch wieder beschäftigt, dann mal geguckt. Ne, weil es hat sich ja wirklich viel getan zu damals. Es hat sich ja unfassbar viel getan zu damals. Einfach die Möglichkeiten, die du jetzt hast als Creator, dir die ganzen Statistiken, was ich ja schon so erzählt habe, anzugucken und so. Wir nehmen jetzt auch nochmal wieder die Schafe mit. Ich habe nämlich noch eine andere Sache. Ich habe ja gesagt, mit Leuchtturm und so, und da bräuchten wir ein bisschen Wolle dann für. Da habe ich eine ganz coole Idee. Da habe ich auch was ganz Cooles gefunden. Und da werden wir dann uns so mal ein bisschen mit so einem Leuchtturm beschäftigen dann da. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Wir wollen hier natürlich das so haben und der muss auch noch weg. Ja, genau. Auf jeden Fall gibt es da jetzt sehr viele Möglichkeiten und das finde ich ziemlich nice. Und ich habe es jetzt, habe jetzt mal ein bisschen investigiert und habe einfach gesehen, wie krass gut die Rayman-Sachen ankommen. Also ich weiß nicht, wie viele von euch das da jetzt interessiert. 1, 2, 3, das war das jetzt dann da, ne? Ich weiß nicht, wie viele von euch Rayman da jetzt interessiert. Aber 1, 2, 3, 4, 5, genau, 1, 2, 3, 4, 5. Aber es gibt, also es ist unfassbar krass, wie gut, vor allem die erste, also ich war erstaunt, ich habe da gar nicht so drauf geachtet, aber ich, Entschuldigung. Ich war super erstaunt, als ich gesehen habe, dass die erste Rayman-Folge 4000 Aufrufe schon hat und dass wir da wirklich, also, dass das super gut ankommt und Leute, die Rayman hier jetzt hier bei mir geguckt haben und jetzt hier zuschauen, ich möchte mich da wirklich auch nochmal da herzlichst bedanken, dass ihr die Folgen so krass guckt, weil das hätte ich wirklich nie, das hätte ich wirklich nie gedacht, dass das so, also, dass das so gut ankommt und das freut mich einfach mega, mega. Das ist einfach mega, dass das bei euch wirklich, dass es euch so gut gefällt und, ja, ich freue mich einfach. Und das macht natürlich, für mich ist es dann auch nochmal um einiges geiler, weil ich mir das dann natürlich auch nochmal, ja, noch mehr Motivation für noch weitere Sachen dann da bringt und dies und das. Und jetzt muss ich gerade mal kurz schauen, hier sollen die Treppen hin. Ah, die müssen hier noch einen hoch. Ne, ich bin ein bisschen doof. Hier muss noch einer hoch. Und das bringt mir auch Motivation jetzt halt dann für solche Sachen hier auch, auch wenn das jetzt natürlich jetzt hier kein Rayman ist.
Aber das fand ich einfach super krass und ich finde es einfach super, dass euch das quasi gefällt, was ich mache. Es gefällt nicht allen, wie ich bei der ersten Folge schon gesehen habe. Drei Leuten hat es nicht gefallen. Ich muss auch sagen, dass ich natürlich da den Anfang, ich sag mal, das war jetzt nicht so ein geiler Anfang, sag ich jetzt, ne? Also da hätte man natürlich was Besseres sich einfallen lassen können, sag ich da jetzt mal übertrieben, als jetzt da das Ende von den Al von meiner alten von meinem alten Let's Play da vorne hinzuschneiden. Weil das ist natürlich, was jetzt die Qualität angeht, ganz schlecht. Also wenn da jetzt einfach Leute nur die ersten 5 Sekunden reinschalten, dann sehen die halt nur mich, wie ich mir da einen ablaber mit meiner kindlichen Stimme von vor 12 Jahren und halt absolut keine Ahnung habe, was ich tue. Und ja, deswegen ist das jetzt natürlich nicht taktisch nicht so gut gewesen für eine allererste Folge. Man hätte vielleicht ein bisschen anders anfangen können, aber das war mir dann in dem Moment eigentlich auch egal. Ne, weil ich habe mir dann einfach gesagt, guck mal, ich finde das so eine ganz coole Sache, dass man mal so die Veränderung sieht von damals, so haben wir angefangen und so ein kleiner Rückblick. Man hätte es anders schneiden können, ich hätte erst mich reinschneiden können und dann das, aber letztendlich ist es jetzt egal. Euch gefällt es trotz alledem. Ich bedanke mich schon ganz, ganz herzlich bei allen, die wirklich hier die ganze Zeit einschalten und denen das so gut gefällt, weil es ist einfach. Ich konnte es gar nicht glauben, wirklich. Ich habe hier nur die Zahlen hochrattern sehen, dachte mir so, what the fuck geht denn jetzt bitte ab? Also ich musste mich ja selber erstmal wieder so ein bisschen mit Dings hier beschäftigen, komm drauf, mit YouTube und allem. Und als ich dann quasi herausgefunden habe, wie das alles da zusammenhängt und so, da dachte ich mir dann so, holy shit, was geht bitte gerade ab? Was geht hier ab? Und als ich das ist schon, ich glaube, an dem einen Tag haben wir, also allein in einer Stunde hatten wir, glaube ich, nur auf der Folge hatten wir, glaube ich, 100 Aufrufe in einer Stunde. Also das ist schon wirklich krass. So, wir haben jetzt ein kleines Problem, weil in dem Entwurf, den ich gemacht habe, gehen natürlich die Stufen hier um die Ecke. Wir müssen das jetzt eigentlich erstmal so machen. Ich glaube, es gibt Schlimmeres. Deswegen lassen wir das jetzt dann erstmal so, machen das dann so. Zack. Aber jetzt haben wir hier zumindest mal eine ordentliche Brücke. Guck mal. Das kann man doch jetzt so machen. Später kann man das noch ein bisschen schöner machen, wenn wir dann Half-Slabs und so haben. Da ist das dann alles nochmal ein bisschen entspannter. Aber das für die Version, finde ich, ist jetzt eine sehr gute Option, wie wir das jetzt hier alles machen können. So, und was wir jetzt auch machen, ist uns jetzt hier einmal die Fackeln wegnehmen. Die nämlich hier draufstellen, so wie es nämlich sein soll. Zack. Genau. Also deswegen, also das ist absolut krass und ich finde es super nice. Und es macht mir einfach deswegen noch mehr Spaß, hier natürlich hier was für euch zu kreieren. Und wahrscheinlich, ich würde mich super freuen, wenn ihr Kommentare schreibt, wenn ihr Daumen nach oben gebt. Wahrscheinlich Daumen nach oben, wenn es euch gefällt, immer gerne Daumen nach oben geben. Das werde ich jetzt immer mal wieder zwischendurch sagen, weil es motiviert einfach nochmal um einiges mehr. Es motiviert einfach nochmal um einiges mehr und macht dann dementsprechend auch nochmal um einiges mehr Spaß. Deswegen, yeah, Baby. So, das hier kennen, glaube ich, auch ganz viele. Und deswegen, ja. Gerne einen Daumen nach oben geben, gerne Kommentare schreiben. Auch gerne, wie gesagt, mich würde super interessieren, ob ihr die Folgen komplett guckt, ob ihr immer nur kurz reinguckt. Es gibt bestimmt viele, die auch einfach durchskippen und sowas, was ja auch absolut verständlich ist. Ich skippe meine Folgen teilweise auch durch, weil es halt einfach an manchen Stellen echt langweilig ist, ne? Ja, das macht es für mich einfach auch so ein bisschen aus. Wahrscheinlich, ich werde auch so verfahren, also wir werden jetzt so weiterverfahren, dass wir hier quasi nicht cutten, dass ich hier keine großen Cuts irgendwie setze. Und dass wir jetzt hier ganz entspannt das Let's Play so weitermachen, wie ich es jetzt auch geplant hatte. Und ja, ich weiß, dass es an manchen Stellen halt nicht ganz so spannend ist. Ich weiß gar nicht, was die eine Stelle war, wo ich geguckt hatte und mir da auch so dachte, so, boah, jetzt zieht sich das echt so ein kleines bisschen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall bestimmt. Wir machen das so weiter, wie wir es jetzt gerade auch machen. Und so finde ich es auch, also finde ich es auch geil und so wird das hier auch laufen. So, 16 Zäunchen. Mal gucken, ob das jetzt reicht, um hier nochmal ein Geländer hinzupacken. Deswegen, aber das würde mich auch einfach mal interessieren, das auch mal so aus erster Hand halt zu hören. Weil ich glaube, das ist dann auch nochmal ein bisschen was anderes, wenn ihr dann mir so erzählt, wie ihr die Folgen so guckt. Weil dann kann ich das vielleicht, ja, ich sag mal, anpassen, so in der Art jetzt nicht. Also wir werden lange so verfahren, wie wir jetzt verfahren. Einfach, weil ich es so geil finde. Einfach, weil ich es so kenne und ich hätte jetzt auch nachzählen können, wie viele Zäune wir noch brauchen. Aber das wäre viel zu smart. Das wäre viel zu smart und ich rede auch nebenbei, ne, das ist auch so eine Sache. 6 Stück brauchen wir noch. Und ja, aber jetzt haben wir da gleich eine wundervolle Brücke. Ja, genau. Deswegen, das würde mich super interessieren und deswegen frage ich da jetzt gerne einmal so nach, dass ihr mir da mal so ein bisschen Rückmeldung geben könntet. Wie lange ihr guckt, was euch so an den Folgen gut gefällt, was euch nicht so gut gefällt. Und dann können wir da gucken, inwieweit wir das Let's Play dann weitergestalten und so. Und ja. Genau, so viel dazu. Da habe ich jetzt auch nochmal so ein bisschen da über andere Sachen gesprochen, die jetzt nicht Minecraft-related sind.
So, und ich finde, dass ich diese Brücke wirklich sehen lassen kann. Das hat doch was, oder? Das ist doch nice. Das ist doch wirklich nice.